Hallo zusammen, Bastian Kuhn hier von Shipeo. Wir starten unser heutiges Webinar. Willkommen alle zusammen. Vielen Dank, dass Sie heute bei unserem Webinar mitmachen. Ich bin bei Shipeo Strategic Account Executive und bevor wir loslegen, habe ich noch ein paar Informationen zum Ablauf für Sie. Heute sprechen wir über dynamisches Kapazitätsmanagement, Schaffung eines positiven Kreislaufs zwischen Einzelhändlern, Herstellern und Spediteuren im FMCG-Bereich. Unsere Referenten heute sind Felix Kämmerer, Vice President bei 4flow. 4flow ist der führende Anbieter von Supply Chain Beratung, Software und Fourth Party Logistics Services. Und zum anderen mein Kollege Thomas Spieker, Director Central Europe bei Shipeo. Und Shipeo ist der europäische Marktführer im Bereich Real-Time Visibility. Thomas koordiniert bei uns die operativen Aktivitäten in der gesamten Region und verfolgt unsere Wachstumsstrategie. Herzlich willkommen an euch beide. Und bevor ich das Wort an unsere Referenten übergebe, lassen Sie uns einmal kurz die Agenda anschauen. Heute erfahren Sie von uns, wie die Kombination aus Real-Time Visibility in der Zusammenarbeit mit Partnern ein effektives Kapazitätsmanagement ermöglicht. Und zweiter Punkt, die Vorteile für alle Beteiligten entlang der Lieferkette. Felix, ich übergebe an dich. Vielen Dank, Bastian. Die Qualität oder die Ergebnisse Ihrer Arbeit hängen in der Regel von drei Faktoren ab. Das ist zum einen, was Sie wissen, zum anderen, wie sehr Sie üben und zu einem kleineren Teil auch hängt es natürlich von dem Talent ab, was Sie haben. Das wirklich Wichtige ist aber ist am Ende, was Sie wissen. Das ist das, was den Unterschied macht. Unser Versprechen für heute ist, wir werden am Ende der 60 Minuten werden Sie in der Lage sein, dass Sie einige Sachen über Kapazitätsmanagement gelernt haben, die Sie vorher nicht wussten. Wir werden Ihnen ein paar Beispiele geben, wie das passieren kann, sodass Sie im Prinzip Ihr Rüstzeug in diesem Bereich etwas aufstocken können. Einige Beispiele werden Ihr Leben ein bisschen einfacher machen, werden Ihnen helfen, mit den Situationen, die Sie vielleicht heute haben, besser umzugehen und Ihnen da vielleicht gut zur Hand geben in der Zukunft. Einige davon werden Sie übernehmen können, in Ihr Repertoire an Lösungsmöglichkeiten. Was wir nicht tun werden, um sozusagen den Zaun außenrum herzubauen, ist, wir werden nicht die komplette Lösung haben, wir werden nicht die Turnkey Solution haben, um alle Konflikte, die es vielleicht heute im Bereich Handel, FMCG, und Spediteure gibt, zu lösen. Wir schauen es aus einer logistischen Perspektive an. Was motiviert uns? Die Transportkette, die wir sehen in der Regel, ist, wir haben einen Konsumgüterproduzenten, wir haben einen Spediteur, einen LSP in der Mitte und wir haben den Handel. Eigentlich ist es eine relativ einfache Lieferkette. Gleichzeitig gibt es aber ein paar Faktoren, die natürlich eine gewisse Komplexität in diese Lieferkette hereinbringen. Die sind zum einen natürlich, dass zumindest mal zwei dieser drei Parteien in der Lieferkette typischerweise mit sehr niedrigen Margen operiert. Es gibt von außen eine sehr hohe Volatilität, mit der in der Lieferkette umgegangen werden muss. Und die Leistungsfähigkeit der Lieferkette hat als dritten Punkt direkten Einfluss auf den Verkaufserfolg und damit auch auf den Gewinn aller Beteiligten. Die Parteien als solche haben in der Regel konfliktäre Ziele. Das erzeugt natürlich einen gewissen Grad an Friktion. In Summe führt diese Friktion zu höheren Lieferkettenkosten, in Summe auch oft zu einer reduzierten Netzwerkperformance und einer reduzierten Fähigkeit, während Krisensituationen oder während Peak-Situationen zu agieren. Es führt aber auch, das wird Thomas gleich ein bisschen näher erläutern, zu operativen Ineffizienzen, die wir dort sehen. Ja, danke Felix. Thomas Spieker hier auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Und wie Felix es auch gerade schon angekündigt hatte, wollen wir uns mal anschauen, was denn so vier Hauptfelder sind, wo wir sehen, dass Ineffizienten tatsächlich dazu führen, dass diese Kette, die am Anfang ja so einfach und simpel erscheint, letztendlich doch relativ komplex wird. Und da haben wir uns mal bei unseren Kunden umgehört und haben dort eine Studie durchgeführt, um einfach zu erfahren, was sind denn die Hauptprobleme, die wir heute sehen? Wir haben auf der einen Seite relativ hohe
administrative Kosten. Das heißt, immer dann, zum Beispiel auf der Händlerseite, wenn meine Lieferanten eine zusätzliche Ware anliefern möchten, wenn ich zum Beispiel Promotionen habe, ich aber vielleicht auch in meinem Slot-Booking-System, in meinem Zeitfenstermanagement keine zusätzlichen Zeitfenster angeboten habe oder ausgewiesen habe, dann habe ich natürlich Telefonanrufe. Dann habe ich aber auch, gerade wenn es nochmal um Verspätungen geht oder um dann Änderungen, die vom Plan abweichen, habe ich da wieder Kosten, wo ich tatsächlich Mitarbeiter vorhalten muss, die dann dementsprechend diese sehr manuellen Aufgaben erledigen. Ich habe auf der anderen Seite natürlich auch eine recht schlecht balancierte Arbeitskapazität in meinen Lägern selber. Wie kommt es? Das kommt dazu, dass ich natürlich ein gewisses Planungssystem habe, ich dementsprechend natürlich auch meine Ressourcen, meine Teams, meine Mitarbeiter einteile und dann habe ich das, was tatsächlich draußen auf der Straße passiert, im täglichen Leben, Stau, Unfälle, Verspätungen etc. etc. Und genau diese Informationen möchte ich natürlich zeitkritisch mitnehmen und diese Informationen dann aber auch zum Beispiel bei mir ins Lager einspielen, um diese, wie wir es sagen, sehr schlecht ausbalancierte Gleichung auf der einen Seite zwischen meinen Mitarbeitern, die jetzt nun mal da sind, und dann aber auch der tatsächlichen Arbeit, die dann anfällt durch die einlaufenden LKWs oder Lieferungen dann abzubilden. Wir haben natürlich auf der anderen Seite auch, wenn ich dann ein hohes Aufkommen habe, Felix sagte es gerade auch, in Peak Seasons, jetzt kommt bald wieder Ostern, da wissen wir alle im Handel, dass es da wieder ein bisschen mehr zu tun gibt. Wenn ich da natürlich viele LKWs habe, die sich stauen, wenn ich meine Parkplätze voll habe, dann sehe ich natürlich auch dort, dass gerade die Spediteure natürlich dann Wartezeiten einkalkulieren müssen, die auch fakturieren und das natürlich dann insgesamt wieder zu erhöhten Kosten in der Kette führt. Und der letzte Punkt, was unsere Kunden uns auch immer wieder mitgeben, ist natürlich auch diese ganze Kommunikationskette. Es wäre einfacher, wenn wir natürlich bestimmte Anforderungen an die Fahrer, an die Spediteure für bestimmte Lager, gerade im Bereich der Sicherheit, frühzeitig kommunizieren könnten und wenn wir da auch wüssten, dass diese dann dementsprechend respektiert werden, damit ich auch hier wieder kein Personal vorhalten muss, das dann dementsprechend dafür sorgt, dass ich diese Regeln, die ich mir selber vielleicht auch auferlegt habe, dann entsprechend einhalten kann. So, wie lösen wir das Ganze jetzt? Das werden wir jetzt in den nächsten Minuten noch mal ein bisschen weiter ausführen. Grundsätzlich glauben wir bei Shipeo und bei Forflow daran, sozusagen die Kraft der Neutralität. Also in diesem Umfeld, in dem es viele Parteien gibt, glauben wir daran, dass gerade in so einem Umfeld, wo es Konflikte gibt, wo es unterschiedliche Ziele gibt, Neutralität helfen kann, die Zielkonflikte vielleicht aufzulösen oder zu vereinfachen und da zu vermitteln. Wie dieser Kreislauf mit Leben gefüllt wird, was konkrete Beispiele sind, um mit den beschränkten Kapazitäten im Handel, im Bereich Konsumgüter, in den Lagerstandorten umzugehen, wie man das auf einer strategischen Ebene, auf einer taktischen Ebene und vor allem dann auch auf einer operativen Ebene lösen wird, das werden wir jetzt in den nächsten Minuten Ihnen zeigen. Und vor allem auch, wie Technologie das unterstützen kann und wie es dann operationalisiert werden kann. Ja, danke Felix. Und ich glaube, du gibst mir schon ein bisschen das Stichwort, wenn wir über Technologie reden. Jetzt wissen wir alle, dass wir im Handel und in der Lieferkette schon seit längerem diverse Ineffizienzen sehen. Warum ist Forflow heute, warum ist Shipeo heute in der Lage, diese Ineffizienten dann auch wirklich anzugehen und dann natürlich auch mit einem hohen Automatisierungsgrad dann in diese Kette hineinzuspielen. Wir sehen einfach in den letzten Jahren, dass gerade diese Silos, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, langsam aufgebrochen werden. Wir bei Shipeo haben gerade über sehr viele API-Schnittstellen in die Spediteurswelt hinein, in die Verladerwelt hinein, heute eine gute Datenqualität, die uns zur Verfügung steht. Wir können diese Daten nutzen. Wir reden hier über Echtzeitdaten. Wir reden nicht mehr über eventgetriebene Daten, so wie das lange der Fall war, sondern wir können wirklich sehr genau, minutengenau feststellen, was in meinem Transportnetzwerk passiert und dann dementsprechend auch die Information dorthin spielen, wo sie gebraucht wird, damit ich dann eventuell korrigieren noch eingreifen kann. Und wir sehen natürlich auch, dass gerade auf der Spediteursseite sich in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan hat. Wir sehen Spediteure heute fast vollkommen ausgerüstet, der Markt mit Telematiksystemen. Wir sehen aber auch viele neue TMS-Lösungen. Wir sehen, dass die Spediteure auch hier natürlich einen höheren Automatisierungsgrad erreichen wollen. Und wenn wir das ein bisschen kombinieren, das heißt wirklich eine
Datenkapazität oder eine Datenverfügbarkeit, die wir heute sehen, kombiniert mit modernen Methoden, Schnittstellen, wie wir diese Daten dann auch unkompliziert und auch mit geringen Kosten austauschen können. Da gehen wir dann typischerweise in die Diskussion zusammen mit unseren Kunden, mit den Foreflow-Kollegen, wo wir dann sagen, dann können wir auch ein Return on Investment, dann sehen wir auch tatsächlich, dass die Investitionen, die wir hier tätigen, dazu führen, dass ich vielleicht mit einem Euro investiert nicht den einen Euro, sondern wesentlich mehr auch am Endeffekt dann hinausbauen kann. Und dann sehen wir natürlich auch hier, dass wir traditionell, wo wir vielleicht eher in hohen Investitionskosten waren, dann wirklich in eine OPEX-Überlegung gehen und sagen, wie kann ich mit kleinen operativen Investitionen die Gesamtkette oder das Gesamtnetzwerk dann wirklich stärken. Und ich glaube, Felix, da können wir jetzt nochmal reingehen und uns das ein bisschen genauer anschauen. Genau, vielen Dank, Thomas. Jetzt wissen wir im Prinzip, wo wir sind. Also wir wissen, um welche Lieferkette es geht. Wir haben verstanden, Technologie ist verfügbar. Auf der Spediteursseite hat sich viel getan, aber natürlich hilft Shipeo auch mit seiner Technologie, das Ganze am Ende zusammenzuführen und zu kanalisieren. Wie können wir es denn jetzt überhaupt besser machen? Bei Foreflow haben wir drei Prinzipien definiert, um genau diese Kapazitätsengpässe zu vermeiden. Und ob das jetzt LKWs sind, ob das Lade- oder Entladeslots im Lager sind oder Mitarbeiter oder sonstige Ressourcen, ist erstmal gar nicht so wichtig. Am Ende geht es immer darum, dass das Gesamtsystem funktioniert. Der erste Schritt, den wir klassischerweise machen, ist, wir analysieren strukturiertes Netzwerk, bauen dort Redundanzen ein und vor allem erzeugen wir Bypässe. Bypässe können wir dann nutzen operativ, im operativen Geschäft, um Entlastung zu erzeugen. Zweiter Schritt, Vorbereitung auf die Dynamik, auf die Volatilität. Das wird kommen, und wenn diese Dynamik kommt, wenn die Peaks kommen, vor Ostern, vor Weihnachten oder vielleicht im Sommer, dann muss man bereit sein. Zu dem Zeitpunkt müssen die Prozesse klar sein, die IT muss da sein, und dann muss man es aktivieren können. Es ist zu spät, zu diesem Zeitpunkt anzufangen, sich zu überlegen, wie man es machen kann. Dritter Schritt, und dann sind wir auf der operativen Ebene, ist wirklich diese Assets, diese Kapazitäten, die man hat, maximal zu nutzen und dort zu vermeiden, dass man Kapazitäten, die man hat, ob das jetzt ein Lager ist oder ein LKW, ist erstmal sekundär, dass man die verschwendet. Das darf nicht passieren. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass wir das, was wir haben, maximal auslasten. Wichtig bei all diesen Prinzipien, mit denen wir dann weiterarbeiten, ist, dass wir Trade-offs berücksichtigen. Es hilft nichts am Ende, sich auf 100% der Volatilität vorzubereiten. Das wird nicht funktionieren. Das funktioniert nur, indem man sehr viele Redundanzen einbaut und dann wird das gesamte System sehr teuer, weil sie dann vielleicht zusätzliche Spediteure an Bord nehmen müssen, all das erzeugt Kosten. Also dieser Trade-off, und zwar immer aus einer End-to-End-Perspektive, ist wichtig, dass man das berücksichtigt. So, jetzt mal bezogen auf das operative Tagesgeschäft. Da ist natürlich erstmal das Ziel, dass man die operativen Kapazitäten, die man hat, maximal ausnutzt. Wie gelingt das? Der erste Schritt ist, Real-Time-Transparenz bezogen auf das, was in dem System funktioniert. Also, dass man weiß in der Supply Chain, ich sehe, der LKW ist zu spät, ich sehe, der LKW kommt zu früh, ich sehe, der LKW hat vielleicht eine gewisse geografische Zone betreten oder verlassen. Und dass man diese Informationen, die man aus der Kombination der physischen Assets und der Technologie, der IT-Technologie bekommt, dass man diese Informationen dann operationalisiert. Die Operationalisierung als solche funktioniert, findet bei uns im Entscheidungs- oder im Decision Support System statt. Dort werden dann entsprechende Aktionen ausgeführt, um auf einer dynamischen Ebene Ressourcen dynamisch neu zu allokieren. In unserer Sicht ist das nicht, ist das die operative Ebene, ist es aber nicht, wo dynamisches Kapazitätsmanagement anfängt. Es fängt nämlich aus unserer Sicht sehr viel früher an. Es fängt da an, wo man auf einer strategischen, auf einer Kapazitätsmanagement-Ebene sich im ersten Schritt erstmal die Muster anschaut. Sie sehen jetzt im rechten Bereich der Folie die Zyklen, die Sie klassischerweise in der Industrie haben. Und diese Muster, die dort zu sehen sind,
werden dann genutzt, um im Bereich des Netzwerkdesigns entsprechend die richtige Konfiguration der Lieferkette zu identifizieren und vor allem auch zu implementieren. Was das auf einer operativen Ebene heißt, bringe ich Ihnen gleich noch ein Beispiel mit. Letzter Schritt in dem Bereich IT-Capabilities. Sie müssen sozusagen bereit sein, dynamisch zu reagieren. Das ist nicht leicht, aber es ist auf jeden Fall erforderlich. Auf der Mittelfristebene ist aus unserer Sicht Kommunikation und Abstimmung zwischen den Partnern in der Lieferkette extrem wichtig. Die Zyklen sind bekannt. Sie wissen, wann wird das Volumen hochgehen, wann wird das Volumen runtergehen. Teilen Sie die Informationen mit Ihren Partnern, weil nur das erlaubt es, Ihre Partner sich auch entsprechend vorbereiten können. Was wir oft sehen ist, dass keine integrierte Planung stattfindet. Ganz klassisches Silo-Beispiel, es gibt Werke, die produzieren super stark im Push-Modus, gleichzeitig der Markt ist im Pull-Modus und es findet keine Abstimmung statt. Wer überhaupt wie viel braucht, viele Werke liefern gleichzeitig in ein Lager, in ein Market-DC rein und dort funktioniert es dann am Ende leider dann oft auch nicht mehr so wie gedacht. Dritter Punkt auf der Ebene ist das ganze Thema Forecasting. Wir alle haben riesige Mengen Daten. Wir haben Abverkaufsdaten, wir haben Transportdaten, wir haben Lagerkapazitätsdaten, wir haben Wetterdaten, alles Mögliche ist verfügbar. Aber nutzen Sie das wirklich heute? Das ist die Frage. Was wir tun ist, wir bauen mit künstlicher Intelligenz Datenmodelle, die helfen, Bedarfe besser vorherzusagen. Demand Sensing. Wir nutzen da interne und externe Informationen, um die Zukunft besser vorherzusagen und nutzen diese Informationen dann, um die Netzwerke, um unsere Kundennetzwerke vorzubereiten, um mit den Spediteuren in die Kommunikation zu gehen und sozusagen sich für die Peaks vorzubereiten, bevor die überhaupt stattfinden, sodass alle die entsprechenden Kurzfristkapazitäten dann auch aufbauen können. Ich habe Ihnen jetzt mal eine klassische Lieferkette mitgebracht. Sie haben im linken Bereich die Lieferanten für Rohmaterialien, für Verpackung vielleicht, haben dann im mittleren Bereich die entsprechenden Werke, die produzieren natürlich Produkte und liefern die dann in die Market-DCs. Von dort geht es dann in den Handel hinein. Was Sie auch sehen, neben der typischen Lieferkette ist eigentlich auch ein ganz typischer Zustand so einer Lieferkette. Das heißt, es gibt vielleicht klassischerweise immer irgendwelche kritischen Flüsse, die in die Produktion nicht rechtzeitig reinkommen. Das heißt, da sind Sie in der Gefahr, dass vielleicht der Production Plan, das Scheduling nicht so funktioniert, wie ursprünglich geplant. Wenn das passiert, sind die Konsequenzen in der Kette natürlich riesig, weil auch alle anschließenden Transporte etc. In gewisser Weise beeinflusst sind. Vielleicht nicht gefährdet, aber beeinflusst. Sie haben einen LKW im mittleren Bereich, der ist jetzt gerade losgefahren von der Fabrik, vom Werk. Der fährt ins Market DC, ist voll mit wertvollen Produkten. Ist aber leider gerade unklar, wo der LKW ist, geschweige denn, wann er denn überhaupt in den Market DC ankommt. Auf der rechten Seite haben Sie noch einen Kunden, der hat gerade eine Promotion, da gibt es vielleicht einen Peak. In dem Fall zieht er gerade riesige Volumen aus ihrem Market DC raus. Und das führt natürlich auch zum Stau oder zu einer Engpass-Situation auf jeden Fall in dem Market DC. So. Ich hatte vorhin das Thema Netzwerkdesign angesprochen. Das heißt, was machen wir auf einer Netzwerkdesign-Ebene, um uns genau auf diese Fälle vorzubereiten und um sie dann zu aktivieren, wenn es notwendig ist. Auf diesen kritischen Relationen bauen wir klassischerweise Redundanzen auf. Das heißt, da suchen oder implementieren wir Alternativen, die entweder schneller sind, die zuverlässiger sind oder die vielleicht auch ökologisch vorteilhafter sind, um genau diese Fälle abzubilden. Können die dann in dem Fall in unserem TMS sehr kurzfristig aktivieren, wenn es notwendig ist. Transparenz über den Status der Ladung bekommen wir in unseren Control Tower Setups durch die Lösung von Shipeo. Das heißt, da sehen wir, wo ist der LKW,
Gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass der LKW vielleicht verspätet ist und sonstige Zustandsinformationen des LKWs. Um die Entlastung der Market Disease zu erreichen, implementieren wir sehr häufig Direct-to-Customer-Flows. Das heißt, für sehr große Kunden, die große Mengen abrufen, versuchen wir ganz klar zu vermeiden, dass diese Flüsse durch die Läger laufen, sondern dass wir direkt ab dem Werk in den Handel hineinfahren. Ich habe ein Beispiel mitgebracht von einem Kunden, dass Sie mal sehen, dass es auch dynamisch geht. Klassische Situation, also es gibt mehrere, auf der linken Seite in der Landkarte sehen Sie mehrere Werke, die liefern in ein zentrales Lager bei Kassel ungefähr. Von dort gibt es dann Flüsse in das Kundenlager im Bereich München. Normalerweise ist in dem Fall in dem spezifischen Beispiel die Verteilung oder die Belieferung des Handels über das Market Disease kostenoptimal. Das heißt, Sie haben einen gewissen Teil der Kosten, die aus dem Transport vom Werk in das Lager resultieren. Sie haben natürlich Umschlagskosten im Lager, haben Bestandskosten und haben dann natürlich die Kosten auf dem letzten Transportteilstück. Jetzt ist aber Peak Season. So, und in Peak Season gilt dieses Szenario nicht mehr. Das heißt, da kommen dann neue Kosten rein, zum Beispiel Wartezeiten im Market DC. Sie haben vielleicht On-Costs oder zusätzliche Kosten, weil Ihre Spediteure nicht mehr den vereinbarten Preis halten können. Sie haben entsprechend vielleicht nur so Premiums zahlen oder Zuschläge zahlen, damit eine dritte Schicht in einem Lager aufgemacht wird oder damit Leute länger arbeiten, um genau in so einer in der Hochsaison die Volumen abzufangen. Was wir dann machen ist, wir erzeugen die Entlastung, wir aktivieren so einen Direct-to-Customer-Flow für genau diese Zeit. Das können wir entweder als statisches Modell machen oder wir können es auch hochdynamisch machen, sodass das wirklich nur für eine Woche aktiviert wird oder vielleicht auch nur für einen Tag, um entsprechend die Entlastung in dem Lager zu erzeugen. Es gibt da unterschiedliche Konstellationen. Es gibt einen Fall, dass der Direct-to-Customer-Flow per se besser ist, dann machen wir es natürlich immer. Oder es gibt den Fall, dass er nur in manchen Situationen, wie Sie das jetzt hier sehen, der Direct-to-Customer-Flow Vorteil hat, ist, weil er natürlich die Zusatzkosten, die Zuschläge oder die Sonderkosten vermeidet. Ja, danke, Felix. Super spannendes Beispiel. Jetzt hattest du ja mehrmals gesagt, dass wir hier einen hohen Dynamisierungsgrad erreichen wollen und dass dies natürlich auch sehr kurzfristige Entscheidungen sind. Und diese kurzfristigen Entscheidungen müssen natürlich auch mit Daten gefüttert werden. Jetzt hatten wir eingangs gesagt, dass Shipeo hier vor allen Dingen in Europa mittlerweile der größte Anbieter ist für Echtzeitdaten in der Supply Chain und es sind natürlich Datennetzwerke, die wir über Jahre aufgebaut haben und ich habe Ihnen mal ein Beispiel hier mitgebracht von uns, wie sowas aussieht, wo wir tatsächlich dann auch die Kollegen von 4flow unterstützen können und in dieser sehr kurzfristigen Art und Weise, wenn wir zusätzliche Kapazitäten entweder auf dem Markt einkaufen oder die in der Planung schon irgendwo vorgehalten haben und jetzt aber aktivieren, da muss ich natürlich sehr schnell und sehr agil hingehen und dann auch tatsächlich diese zusätzlichen Datenquellen bei uns anschließen an die Plattform und dann auch wieder zurückspielen in die entsprechenden Planungssysteme. Und was Sie hier sehen, ist einfach mal so ein Überblick, wie heute die Plattform von GPO aufgebaut ist. Wir haben natürlich verschiedene große Datenanbieter, die wir hier angebunden haben. Wir nehmen aber auch ganz viele kleine oder mittlere Datenanbieter mit. Wir haben schon über TMS geredet, wir haben über Telematik geredet, wir haben aktuell natürlich auch viele Pilotprojekte im Bereich IoT, wo wir überlegen, zusammen mit den Kunden zusammen, wo oder ab wann macht es denn noch Sinn, dass man wirklich auf kleine Einheiten runtergeht, die man dann tracken will, wo man dann noch zusätzliche Informationen mitnehmen möchte und die dann vielleicht auch dem Kunden weiterspielen will, bis dahin, dass wir auch uns komplett in eine Trailerwelt integrieren, zum Beispiel bei Krone, wo heute aktuell dann tatsächlich schon der Trailer, wenn er aus dem Werk ausfährt, mit einer ETA von uns ausgestattet ist. Dies vielleicht nur als kleiner Überblick, wie man tatsächlich ein Datennetzwerk aufbauen kann, was dann auch in Echtzeit belastbar ist und dementsprechend die Daten zurückspielen kann. Und Felix, jetzt nochmal zurück zu dir, damit wir uns dann auch anschauen, wie man sowas dann auch konkret umsetzen kann. Genau, Thomas, also genau diese Informationen von den unterschiedlichen Partnern, von den unterschiedlichen Spediteuren nutzen wir natürlich dann auf einer
auf einer Tagesebene auch. Wir haben jetzt vorhin gesehen, was muss ich sozusagen in der Vorbereitung machen. Jetzt bin ich auf der Ebene Day-to-Day-Business, ja, operatives Transportmanagement. Jetzt müssen wir im Prinzip ja mit den Restriktionen, mit den Verfügbarkeiten haushalten, die wir so haben. Und auch hier wieder ein klassisches Bild. Also es gibt Spediteure und jetzt, ich hatte mit einigen Kollegen gesprochen, die gerade jetzt nach Weihnachten und auch der Brexit-Phase durchaus viel zu tun hatten. Und was da immer rauskam, war im Prinzip, es gibt gab zwei Kernprobleme. Das eine ist, Spediteure haben Ladungen abgewiesen, weil sie aufgrund der Volumenmengen, vielleicht aber auch, weil sie Fahrzeuge in UK hatten, die sie nicht mehr zurückbekommen haben, die Situation, dass sie Ladungen ablehnen mussten. Gleichzeitig gab es Transporte, die verspätet waren, unterschiedlichste Gründe, und das ist mal stärker, mal weniger stark, aber auch das war ein ganz klassisches Phänomen, was wir jetzt zum Jahreswechsel gesehen haben, was wir aber auch natürlich ganz normal an einem ganz normalen Werktag auch sehen. Wir sind jetzt in der Phase, wo man wirklich operativ ist. Das heißt, jetzt muss man wirklich sehr schnell agieren und aber auch gleichzeitig mit einem hohen Grad an Präzision, dass man die richtigen Maßnahmen aktiviert und die richtigen Schritte tut. Zum Beispiel würden wir jetzt ganz konkret in der Situation sein, dass wir für diesen Spediteur, der jetzt eine Ladung abgelehnt hat, sowas wie Sequential Tendering durchführen würden. Das heißt, wir haben vielleicht vorher, das war genau der Schritt, den wir auf der strategisch-taktischen Ebene gesehen haben, wir haben vorher vielleicht eine Redundanz im System erzeugt, auf einer kritischen Relation einen zweiten oder einen dritten Spediteur aufgebaut und können dann super schnell automatisch bei einer abgelehnten Ladung auf den zweiten oder auf den dritten Spediteur wechseln, sodass es da kein Risiko gibt, dass der Transport nicht durchgeführt wird. Wenn all das nicht hier hilft oder wenn ich vielleicht das nicht gesehen habe und da entsprechend keine Redundanz in dem System habe, würden wir dann klassisch auf einen Spotmarkt gehen und da vorqualifizierte oder qualifizierte Spediteure entsprechend kurzfristig aktivieren. Alles systemgestützt, sodass sie auch hinterher im Abrechnungsprozess dann auch in der Regel kein Problem haben. Was man jetzt mit dem Transport, der zu spät ist, und das ist eigentlich das Spannende, und das wird Thomas dann auch gleich nochmal ein bisschen mehr im Detail erklären. Wir haben ganz oft den Fall, dass das Spediteure Zeitfenster buchen und dann passiert irgendwas unterwegs. Der Fahrer steht im Stau, er kommt an der vorherigen Ladestelle nicht rechtzeitig los, er findet vielleicht die Endladestelle nicht und kommt nicht rechtzeitig an, oder er ist zu früh da, weil sich doch was anders ergeben hat. So oder so passt das Zeitfenster, was er vielleicht vor ein oder vor zwei Tagen gebucht hat, nicht mehr zu der Realität. Ja? Er ist entweder zu früh oder zu spät. Und typischerweise passiert dann Folgendes, das Zeitfenster verstreicht, vielleicht ist jemand im Bereich Dockmanagement noch, kommt auf die Idee, einen anderen LKW vorzuziehen, aber dann kommt der LKW an und dann hat er kein neues Zeitfenster und steht dann vielleicht einen Tag, steht zwei Tage, drei Tage und entsprechende Kosten fallen an. Auf der Ebene würden wir dann Folgendes machen, und zwar würden wir ein dynamisches Rescheduling durchführen. Das heißt, wir bekommen über Shipeo die Information, wo ist der LKW, wann wird er voraussichtlich da sein. Wir sehen, welches Zeitfenster hat dieser LKW gebucht, und führen dann die Umbuchung entsprechend statt, sodass dieser LKW dann wieder ein neues Zeitfenster bekommt. Ja, danke Felix. Du hast es gerade angesprochen. Du sagtest, wann wird dieser LKW denn auch tatsächlich an der Endladestelle eintreffen? Und das ist genau das Spannende, wo ich gerne jetzt nochmal 2 Minuten drauf eingehen möchte, weil wir uns hier natürlich nicht mehr in der operativen Betrachtung befinden, wo befindet sich mein LKW gerade, sondern wir sind ja im prädiktiven Bereich der Supply Chain. Das heißt, wir wollen vorausschauen unter Betrachtung verschiedener Variablen, wann denn jetzt tatsächlich dieser LKW dann an der Endladestelle eventuell beim Händler eintreffen wird. Dort sind wir hingegangen bei Shipeo und haben jetzt schon seit vielen, vielen Jahren einen eigenen ETA, Estimated Time of Arrival, also wann wird dieser LKW ankommen, die Ankunftszeit, haben wir einen Algorithmus aufgebaut, der heute mit knapp 200 verschiedenen Parametern gefüttert wird und dann über diese sogenannte Machine Learning, also ähnlich wie eine künstliche Intelligenz aufgebaut, der Algorithmus,
hingeht und lernt und vorausschauend sagt, wann wird dieser LKW unter Einbezugnahme der aktuellen Parameter, sei es Stau, sei es Wetter, sei es Saisonalitäten, aber natürlich auch, wie zum Beispiel hier im Bild jetzt dargestellt, Ruhepausen der Fahrer. Diese Daten müssen wir mitnehmen, die müssen wir in die Berechnung des ETAs einfließen lassen und nur dann kommen wir zu diesen sehr genauen Aussagen. Wir haben heutzutage einen Benchmark laufen, wo wir 12 Stunden vorher auf den langen Touren schon zu 95% genau wissen, wann jetzt dieser LKW eintreffen wird. Und das ist genau die Qualität, in die wir hineinkommen wollen. Und Bastian, wenn du einmal in das nächste Slide hereinspringst, dann zeige ich Ihnen auch gerne, wie wir das machen. Das wird jetzt ein bisschen technischer, aber ich komme danach auch wieder mit einem praktischen Beispiel. Aber das ist jetzt hier ein bisschen für die Leute, die mal tiefer einsteigen wollen. Wir nehmen uns Informationen aus den Transportmanagementsystemen. Wir nehmen uns auch viele andere Informationen aus den Spediteursystemen, aber auch dann tatsächlich aus Wetterdaten, aus Echtzeitdaten, die wir über die Straßensituation erhalten. Das wird kombiniert mit historischen Daten, die wir vorher schon gesammelt haben, auf diesem einen bestimmten Abschnitt einer Strecke, um einfach zu schauen, wie hat sich der LKW dort verhalten, der vielleicht vor 10 Minuten dort vorbeigefahren ist. Und obwohl ich dort vielleicht eine 80-Kilometer-Zone habe, sehe ich aber, dass alle LKWs in dem Streckenabschnitt nur mit 60 km/h unterwegs sind. Das muss ich natürlich einpreisen. Dann natürlich dazu Event getriggert, wenn ich weiß, dass ich an einer bestimmten Ladestelle immer 10 Minuten länger brauche für 3 Paletten als an einer anderen Ladestelle. Auch das muss ich natürlich mitnehmen, dementsprechend in den Algorithmus einfließen lassen. Und dann kommen wir dahin, wo wir dann wirklich über den Algorithmus sehr genau vorausschauend sagen können, dieser LKW wird jetzt genau zu dieser Zeit eintreffen. Und die Information, das sehen wir jetzt auf der folgenden Folie, nutzen wir dann, dass wir tatsächlich sagen, in unserem Zeitfenster-Management-Tool, ja, der Spediteur hat ein Zeitfenster gebucht. Wir sehen aber jetzt, dass dieses Zeitfenster nicht mehr eingehalten werden kann. Und dann gehen wir hin und entwickeln gemeinsam mit unseren Kunden auf der einen Seite der Hersteller, der Verlader, der seine Ware jetzt zum Händler fährt, aber natürlich auch mit dem Händler zusammen. Dort entwickeln wir dann gemeinsam ein Regelwerk, wo wir dann sagen, was sind die Regeln, um jetzt dieses Zeitfenster zukünftig dann dynamisch umzubuchen. Und das ist genau das, was wir anfangs gesagt haben. Wir starten mit den Vorflow-Kollegen aus der Planungsperspektive. Wir bauen gewisse Redundanzen ein und dann müssen wir aber natürlich operativ, wenn wir dann einmal auf der Straße unterwegs sind, auch die Technologie zur Verfügung stellen, die dann all das, was wir eingeplant haben und aufgebaut haben, dann aber auch wirklich am Lager umsetzen können. Und das sehen Sie hier in der Darstellung. Und jetzt hatte ich mehrmals gesagt, dass wir auf der einen Seite den Hersteller betrachten, dass wir den Händler betrachten, dass wir den Spediteur betrachten. Und da, Felix, hattest du, glaube ich, noch einige spannende Ideen, um einfach mal zu sagen, was denn passiert, wenn man wirklich kollaborativ gemeinsam an dieses Netzwerk oder an diese Netzwerkoptimierung herangeht. Und das wollen wir uns jetzt nochmal anschauen. Wir haben so ein paar Beispiele mitgebracht, was die Ergebnisse sein können. Das heißt, wenn man da wirklich kollaborativ rangeht, dann muss es natürlich auch ein Ansatz sein. So funktioniert Kollaboration, dass alle profitieren am Ende und nicht einer verliert und einer alles andere gewinnt. Das darf nicht das Ergebnis sein oder der Anspruch sein. Wir haben ein paar Beispiele mitgebracht, was dieser Prozess als solches erzeugen kann. Und am Ende sind es natürlich immer einige Beispiele, die wir aus unserer Kundenwelt mitgebracht haben, die dann im Einzelfall vielleicht auch nochmal validiert werden müssen. Aber das ist so das große Bild, was wir in der Regel sehen. Für den Spediteur, ich glaube, das ist mit das Wichtigste, reduzieren sich natürlich die Wartezeiten. Das heißt, es ist eine Reduktion von Wartezeiten. Wartezeiten sind ja erstmal in der Regel nicht geplant oder nicht ausreichend geplant und erzeugen dann entsprechende Verwirbelungen in der Disposition. Das heißt, da sehen wir in der Regel 20-30% Wartezeitreduktion. So, das ist der eine Teil, aber natürlich, und das ist in dem erzeugt es auch eine höhere Prozesseffizienz in der Disposition beim Spediteur. Ja? Wenn ich weniger umplanen muss, brauche ich am Ende weniger Personen in der Dispo, um genau das um die gleiche Menge an LKWs am Ende abzufertigen, ja, oder zu disponieren. Das sehen wir im rechten Bereich. Das heißt, dadurch, dass man wirklich schneller solche Verzögerungen löst, erhöht sich auch die Produktivität.
in den im dispositiven Bereich. Was wir auch sehen, natürlich erzeugt die Plattform als solcher, ist erstmal eine neutrale Plattform. Ja? Das heißt, es gibt keine Präferenz bezüglich eines Spediteurs. Auf dem Spotmarkt hat jeder die gleichen Möglichkeiten. Und am Ende kommt es natürlich darauf an, dass man ein gutes Angebot aus Preis und Leistung hat. Aber die Neutralität erzeugt vor allem auch, dass vielleicht auch ein Spediteur an Ladungen kommen kann, der vielleicht gerade nicht der Best Buddy Spediteur von einem gewissen Lager ist, aber natürlich einen guten Preis und Leistung, ein gutes Preis und Leistungsangebot hat. So, das hilft auch da auf der Spediteursseite. Genau, im Bereich Konsumgüter oder im Bereich Produzenten ist es ähnlich. Heute sehen wir es ganz, ganz oft, dass wirklich sehr viel Abstimmung auf einer operativen Ebene erfolgt. Es werden vielleicht Planungen durchgeführt, die sich dann nicht so materialisieren. Und da sehen wir häufig im Bereich Customer Service, aber auch im Bereich des Market DCs oder des Warenausgangs in der Produktion, dass da wirklich viel Aufwand reingesteckt wird, um all diese Verzögerungen und Disruptionen dann operativ wieder in den Griff zu bekommen. Und mit so einer integrierten Lösung, die auf der einen Seite Disruptionen wegnimmt oder auf einer strategisch-taktischen Ebene schon glättet und abfängt und aber gleichzeitig auf der operativen Ebene durch das automatische Umbuchen der Zeitfenster auch Probleme löst. Dadurch werden entsprechende Aufwände dann reduziert. Und natürlich, das Umbuchen der Zeitfenster kann auf der Schnittstelle zum Handel natürlich auch zu der Reduktion der Penalties führen. Das ist, glaube ich, Thomas, vielleicht magst du dazu noch was sagen, schon auch einer der großen Hebel, die wir da sehen. Ja, ganz genau. Also danke, Felix. Ich glaube, du hast es ja schon wirklich gut dargestellt. Für uns ist halt entscheidend, oder das, was wir observiert haben in den letzten 12 bis 18 Monaten, ist, wenn man wirklich dieses Gesamtkonstrukt einführt, dass ich natürlich auf der einen Seite wirklich die Vorteile operativ erzeuge auf Spediteursseite, dass ich hier auf der Herstellerseite aber auch tatsächlich diese doch recht zeitkritischen Arbeiten herausnehmen kann und auf der Handelsseite, und da wird es dann natürlich auch spannend, weil ich dort natürlich gerade bei den Peakzeiten extrem viel Volumen auf einigen Lägern sehe. Da sehen wir einfach, dass auch hier diese Effizienz weitergegeben wird bis tatsächlich rein in die letzte Handelsfiliale, die dann beliefert wird. Denn alle Effizienten, alle Optimierungspotenziale, die ich bei mir vorne am Lager schaffe, setze ich natürlich auch direkt um in die Vorbereitung, in die Auslieferung, in die Filialen rein. Und wenn ich dort einfach sehe, dass ich einen etwas reibungsloseren Prozess habe im Inbound, dann dementsprechend auch meine Ware kommissioniere und die dann aber auch hinten raus wieder in die Filialen effizient versorgen kann, dann sehen wir hier einen wesentlichen Einfluss, vor allen Dingen auch bis in die Filiale rein, wo dann die Mitarbeiter die verräumen, die dann die Ware annehmen in der Filiale, dementsprechend geplant werden können. Und wenn ich dort eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde morgens eine Verspätung habe, so kann ich die dann effizient nutzen mit anderen Aufgaben, die auch tatsächlich dann in der Filiale anfangen. Und was wir hier auf der rechten Seite sehen, um da auch nochmal einige Zahlen mitzugeben für unsere Zuhörer, und wenn gleich Fragen sind, nehmen wir die natürlich auch gerne auf, dass wir hier einfach nochmal sagen, wie kann ich denn auch eine Produktivität steigern? Und hier ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel der Staplerfahrer. Wie kann ich diese, ich bezeichne sie manchmal als rare Ressource in so einem Lager, dann wirklich effizient einsetzen, optimal einsetzen? Wie kann ich Vorladungen planen? Und dazu brauche ich einfach diese Informationen einmal auf der Planungsseite Doc, wo ist mein Zeitfenster gebucht, und dann aber auch tatsächlich, wird dieses Zeitfenster gehalten, und wenn nicht, wie kann ich das dann weiter optimieren? Also vielleicht zusammenfassend kann man hier wirklich sagen, die Idee, mit der wir gestartet sind, mit den Vorflow-Kollegen, ist hier wirklich über eine sehr holistische Betrachtung der Kette und des Netzwerkes hinzugehen, über einen neutralen Ansatz dann wirklich für alle drei Partner in diesem Netzwerk dann dementsprechend die Effizienzen zu generieren. Ein Beispiel eines Herstellers, der dies wirklich sehr effizient umgesetzt hat, schon in den letzten Jahren, Eggis Granini, wo wir tatsächlich die kompletten Transporte, die heute in die Handelswelt hineinlaufen, über dieses System der ETA-Versorgung tracken können und dann auch sehr frühzeitig Entscheidungen treffen können, ist dort eventuell eine Sendung oder eine Ladung verspätet,
Wie kann ich da meinen Kunden, in dem Falle den Händler, dann benachrichtigen und wie kann ich dort proaktiv Lösungen finden, um all das, was Felix eben auch beschrieben hatte, Wartezeiten, Standzeiten, entsprechende Kosten, die dann entstehen, ein bisschen aus dieser Kette herauszunehmen. Und ich glaube, Felix, wir kommen ganz langsam zum Ende des Webinars. Ich würde dir vielleicht noch einmal ganz kurz das Wort übergeben, bevor wir dann die Fragen unserer Zuhörer entgegennehmen können. Ja, vielen Dank, Thomas. Genau, vielleicht nochmal zum Schluss und zusammenfassend für den heutigen Tag. Vielleicht die drei Hauptsätze, die Sie vielleicht mitnehmen sollten. Kapazitätsmanagement fängt auf einer strategischen Ebene an. Es ist nicht ein Thema, was im Day-to-Day-Business ausschließlich gelöst werden kann und wird, sondern es muss wirklich als strategisches Thema betrachtet und angegangen werden. Dynamisches Kapazitätsmanagement erfordert aktive Aufmerksamkeit am Ende. Das heißt, Sie müssen wirklich dann am Puls des Transportes sozusagen sein, um die operativen Entscheidungen zu spüren, zu frühzeitig zu erkennen, wenn es Abweichungen vom Plan gibt und dann entsprechend die Technologien, da hatte Thomas, glaube ich, heute schon ein bisschen was gezeigt, die unterstützen Sie natürlich dann in der im Erkennen, im frühzeitigen Erkennen, in der Vorbereitung, aber natürlich auch in der operativen Entscheidungsfindung. Was mache ich mit dem Zeitfenster? Wie löse ich das? Da braucht man am Ende Technologien, sonst wird es kein effizienter Prozess werden. Genau, wir freuen uns auf die Fragen. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit und genau, stehen gerne für Fragen zur Verfügung. Erste Frage, die ich hier aufploppen sehe, ist, wie weit sind denn diese beiden Lösungen, 4flow und Shipeo, integriert? Wir sind in den letzten anderthalb, zwei Jahren mit 4flow hingegangen und haben tatsächlich diese Lösung von Shipeo, die den Echtzeitdatenbereich inklusive des Ethers abdeckt, komplett in die 4flow-Welt integriert. Das heißt, heute alle Kunden, die mit 4flow zusammenarbeiten, können dort die, ich nenne es mal, geballte Power nutzen von dem, was 4flow an Optimierungspotenzial über die Service, aber auch über die Softwarekomponente zur Verfügung stellt. Und wir füttern dann diese Lösung von 4flow mit den Echtzeitdaten, so dass wir wirklich heute einen kompletten Automatisierungsgrad haben, was natürlich gerade für Kunden spannend ist, sei es jetzt auf der Händler- oder Herstellerseite, wo man einfach von einem existierenden und funktionierenden Netzwerk oder in einem funktionierenden Netzwerk arbeiten möchte. Insofern können wir da heute sagen, dass wirklich die beiden Lösungen komplett integriert sind. Super, vielen Dank, Thomas. Nächste Frage, die reinkommt oder reinkam, ist, was sind denn gängige Kundenintegrationen? Ja, da gibt es Unterschiede. Also man kann die Frage, glaube ich, in mehreren Dimensionen beantworten. Eine gängige Integration, die 4flow und Shipeo realisiert haben, ist, dass wir im Prinzip im Rahmen von einem Control Tower Setup das Ganze für einen Kunden anbieten. Auch da gibt es dann wieder unterschiedlichste Varianten. Es gibt Varianten, wo Kunden im Prinzip von 4flow und Shipeo die Software kaufen, aber selber Mitarbeiter nutzen oder eigene interne Mitarbeiter nutzen, um das zu betreiben. Und es gibt die Möglichkeit, dass 4flow als 4PL-Dienstleister das genauso betreibt und da auf der strategisch-taktischen Ebene, aber auch natürlich auf der operativen Ebene das Transportmanagement übernimmt und so die Shipeo-Technologie auch zum Einsatz bringt. Und auch da gibt es dann vielleicht auch nochmal unterschiedlichste Schattierungen. Es gibt Fälle, in denen wir eher tatsächlich einen starken Fokus auf das Operative haben und dort das Transportmanagement kombinieren und entsprechend mit den Realtime-Informationen und aber auch mit unserer Technologie da das Transportmanagement übernehmen. Und es gibt natürlich auch Integrationen, die wir zusammen mit Shipeo haben, wo wir die Fully Blown Solution haben, von strategisch bis auf ein operatives Level. Noch eine andere spannende Frage, die reinkam. Was sind denn typische Amortisationszeiten für eine Investition in ein Kapazitätsmanagement-Problem bei Ihren Kunden? Also ich glaube, das zielt so ein bisschen auf die Frage ab, was ist ein typischer Return on Investment? Ja, ich nehme gerne die Frage, weil ich ja eben das Konzept auch schon ein bisschen eingeführt hatte. Felix und ich haben uns heute bemüht, auch tatsächlich einige Zahlen, konkrete Zahlen aus der Kundenwelt mitzubringen. Die Sie haben sie ja auch auf den Folien heute gesehen. Wir sehen in der Tat, und das ist das Spannende bei einer Verquickung von operativer Technologielösung und einem verbesserten Planungsprozess,
Das Spannende ist ja, dass mit dem ersten Tag, wo ich meine Zeitfenster optimaler buche, mit dem ersten Tag, wo ich die ersten ETAs, die Verspätungen vielleicht frühzeitig meinem Kunden mitteilen kann und vielleicht auch schon ab Tag 5 oder 6, wo ich die Lösung dann nutze, tatsächlich einige Wartezeiten, einige Penalen einsparen kann, so dass ein sehr früher Return on Investment tatsächlich über diese Lösung hinweg existiert. Typischerweise, was wir sehen, ist, dass Kunden mit sehr oder sagen wir mit einfachen Transportnetzwerken nach 3 bis 6 Monaten typischerweise den ersten Return on Investment sehen. Wenn wir dort natürlich in die Komplexität gehen, und Felix, das würde ich gleich auch nochmal zu dir rüberspielen, wenn wir natürlich in sehr, sehr komplexen multimodalen Ketten unterwegs sind, dann dauert es vielleicht etwas länger. Ich würde mal 9 bis 12 Monate hier in den Raum stellen zur Diskussion. Aber Felix, ich glaube, ihr habt da auch nochmal sehr konkrete Beispiele, wo das dann auch tatsächlich von der Kundenkonfiguration abhängt. Ja, danke. Ich glaube, es ist tatsächlich ähnlich zu dem, was du gesagt hattest, Thomas. Ich würde eher im Bereich 12 Monate sprechen, aber ich glaube auf jeden Fall so, dass es ein attraktiver ROI ist. Genau. Und natürlich ist es so, dass ich in einem Setup, wo ich vielleicht ein multimodales Setup habe oder wo ich vielleicht auch in einer komplexeren Organisation bin, fallen natürlich Prozesseffizienzen in ganz, ganz, ganz vielen Bereichen dann plötzlich an. Also ich bin nicht mehr nur auf der Ebene Transport und Disponent und vielleicht Production Planner unterwegs, sondern ich habe dann auch natürlich Effizienzen, die vielleicht im Bereich Finance reingehen, weil ich da vielleicht weniger Fachkostenclaims bearbeiten muss und so weiter. Also je komplexer die Organisation ist, desto größer ist dieser Strahlbereich, in dem sich dann die Effizienzen dann ausbreiten. Ja, super. Vielen Dank, Felix, Thomas. Jetzt kam gerade eine Frage rein, die ich auch öfter in meinem täglichen Doing habe in der Kundeninteraktion. Könnte ich mir vorstellen, dass die was für den Thomas ist. Die Frage ist, wie wird mit kleineren Frechtern umgegangen, die technisch nicht in der Lage sind, Echtzeitdaten per Telematik zu übermitteln? Ja, sehr spannende Frage. Und das ist natürlich was gerade bei uns bei Shipeo unheimlich wichtig ist. Wir sagten eben, wir wollen das gesamte Netzwerk mitnehmen. Man muss realistischerweise sagen, dass heute auch viele, wir reden immer von 80-85% der Frechter heute ausgestattet sind mit Telematik. Ist es nicht der Fall? Bieten wir tatsächlich an, dass der Frechter oder der Spediteur in dem Fall unsere Shipeo-App nutzen kann? Das ist auch kostenfrei für die Spediteure, für die Frechter, damit wir da wirklich die Eintrittsbarriere so gering wie möglich halten. Das funktioniert in den meisten Fällen sehr, sehr gut. Und sollte auch dies nicht in der Lage sein, haben wir tatsächlich noch eine webbasierte Anwendung, wo wir die Spediteure mitnehmen können und darüber deklarativ zumindest die Events und einige der Events, die wir auf dem Transportweg sehen können, dann auch erfassen können. Also es gibt die 3 Möglichkeiten. Aktuell müssen wir, glaube ich, auch einfach sagen, dass in unserem Onboarding-Prozess, wo wir den Spediteur ein bisschen an die Hand nehmen, wenn er halt dort Schwierigkeiten sieht, zu einer Onboarding-Quote von knapp 99,5% kommen. Auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Frage. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Kernkompetenz von Shipeo, dass wir halt auch die kleineren da mitnehmen und in dem Fall, wo keine Telematik vorhanden ist, dann entweder über die App oder über eine webbasierte Plattform dann tatsächlich auch dort die Spediteure damit ins System einbinden können. Ja, super, vielen Dank, Thomas. Noch eine andere ganz praktische Frage, die auch gerade reinkam, war, wie sind denn die Daten geschützt? Wo liegen die und wer managt die Daten? Ja, ich glaube, das ist eine der ganz, ganz wichtigen Fragen. Danke dafür. Gerade in der Welt, wo Daten natürlich auch immer wieder monetär bewertet werden von Personen, die sie gar nicht erzeugt haben oder vielleicht auch gar nicht deren Besitzer sind. Wir in unserem Ansatz haben eine Plattform aufgebaut, die zunächst mal eine europäische Plattform ist, das heißt auch den europäischen Datenschutzrichtlinien gerecht wird. Und in dieser Plattform werden die Daten so segmentiert, dass tatsächlich nur der Erzeuger, sprich der Spediteur oder der Verlader Zugriff darauf haben. Und das sind dann auch die beiden, die entscheiden, wo diese Daten denn hin geteilt werden sollen. Zum Beispiel in ein Händler-Slot-Management-System. Insofern die Datenhoheit überliegt immer dem Datenerzeuger, so wie es auch sein soll. Und die einzigen Daten, die wir
nutzen bei Shipeo zum Beispiel zur ETA-Berechnung, werden alle verschlüsselt und anonymisiert und auch dort automatisch nach 12 Monaten wieder verworfen. Das ist vielleicht so ein bisschen zum Datenhandling. Und dann natürlich die Frage, wo liegen die Daten? Ganz, ganz wichtig, alle Daten liegen in Europa, in europäischen Datenzentren, ohne dass dort eine Verbindung vor allen Dingen in die USA besteht. Wir möchten uns hier wirklich ganz klar als qualitativ hoch oder qualitativ getriebener Player aufstellen. Und wir wissen gerade auch mit den Kollegen von Foreflow zusammen, dass diese Datenfrage für unsere europäischen Kollegen eine sehr, sehr wichtige ist. Und deswegen wir da wirklich sehr sauber und auch wirklich im europäischen Gedanken dann handeln. Andere spannende Frage ist noch, was sind typische Erfolgsfaktoren, um ein effizientes Kapazitätsmanagement zu erreichen? Vielleicht das Richtung Felix, könnte ich mir vorstellen. Ja, tatsächlich noch eine sehr gute Frage. Es gibt, glaube ich, vier Faktoren, die ich da sehen würde. Das eine ist das Thema Antizipation der Volumenänderung und eine vorausschauende Planung. Das ist leichter gesagt als getan am Ende, aber das sind natürlich Kommunikationsprozesse insbesondere, die dahinter liegen. Zweiter Erfolgsfaktor aus meiner Sicht ist das Aufbrechen oder Überwinden von Silos. Also ganz, 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 ganz häufig sehen wir Beispiele. Ein ganz klassisches Beispiel, ne? Es gibt Werke, die machen alle ihre Produktionsplanung, schicken alle am Ende das gleiche Market-DC in Frankreich, meinetwegen. So. Es findet aber keine Abstimmung statt. Ja? Also jedes Werk plant einzeln seine Produktion. Man merkt aber dann leider oft auch erst sehr spät, dass all diese Produkte, die da produziert werden, gar nicht in dieses Lager reinpassen oder gar nicht alle entladen werden können und so weiter. Also da wirklich Aufbrechen der funktionalen Silos und dann aber auch der Schritt nach außen. Das ist der zweite Punkt, zweite Dimension. Wirklich den Spediteur als Partner sehen und nicht als denjenigen, der am Ende das operativ ausbaden muss, sondern den Spediteur in die Planung einbinden, ihn beteiligen, mit ihm auch vielleicht proaktiv Lösungen suchen, wie man aufkommende Engpässe mitigieren kann, wie man da vielleicht Volumen verschieben kann, um am Ende eine Lösung zu finden, die für alle Parteien wirkt. Ich glaube, dann will ich noch als Punkt sehen, dass man einen realistischen und pragmatischen Ansatz wählt. Man wird nicht 100% die 100% Lösung vom Anfang an haben. Ich glaube, man muss, wichtig ist, dass man anfängt, dass man vielleicht kleine Schritte geht und sich nicht in einem sehr theoretischen Konzept verliert, sondern wirklich ne, schaut, was kann ich lösen, was kann ich heute machen, was kann ich morgen machen. Und ins Handeln kommen am Ende. Ich glaube, der letzte Punkt ist sowas wie operationalisierbare Lösungen finden. Das heißt, am Ende muss es auf der operativen Ebene umgesetzt werden. Und da ist es dann wichtig, dass es klare Spielregeln gibt, dass es klare Logiken gibt. Was mache ich, wenn das passiert? Was mache ich, wenn das passiert? Und man muss wirklich dann auch die operative Ebene berücksichtigen, die am Ende dann natürlich der Erfolgsfaktor ist für die Umsetzung. Ja? Also nützt nichts, wenn man in der Theorie ein super Konzept ausgerollt hat. In der Praxis funktioniert es aber nicht, weil es zu komplex ist. Also da muss man, glaube ich, diesen Spagat schaffen und schauen, dass man da eine gute Übersetzung vom Konzept oder von der Strategie in das operative Doing schafft und es möglichst leicht macht und da auch eine hohe Akzeptanz auf der Mitarbeiterebene im operativen Bereich insbesondere dann zu erzeugen und zu finden. Kann ich auf Daten von Frächtern zugreifen, die bereits an Shipeo angebunden sind, um diese an meine Kunden weiterzuleiten? Somit würde ich dem Frächter ersparen, eine Verbindung zu mir einzurichten. Ja, tolle Frage, spannende Frage. Jetzt haben wir gerade eben über Daten
geredet und wie wir diese Daten auch schützen. Insofern ist diese Antwort klar, ja, man kann auf diese Daten zugreifen, wenn der Frächter diese Daten denn freigibt. Technisch ist es das Konzept der Plattform genau so, dass ich nur einmal eine Anbindung technisch fertigstellen muss und somit ich dann die Daten teilen kann. Aber was ich eben sagte, natürlich, wenn der Frächter diese Daten freigibt, dann kann ich die auch mit allen anderen Teilnehmern im Netzwerk dann teilen. Aber das ist natürlich die Grundbedingung, um da auch einfach sauber zu arbeiten. Ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Felix und Thomas, gibt es noch irgendwas, was ihr vor einer Zusammenfassung vielleicht noch ergänzen möchtet? Nein, ich sage ganz herzlichen Dank an alle, die heute sich dazugeschaltet haben und zugehört haben. Wenn Fragen sind, bitte gerne an den Felix oder an mich auch per E-Mail richten. E-Mail-Adresse ist unten eingeblendet. Wir freuen uns gerne über Feedback. Und Bastian, ich glaube, wie du schon sagtest, die Fragen, die jetzt noch offen sind, werden wir dann einfach im Nachgang per E-Mail nochmal direkt mit den Teilnehmern dann besprechen. Ja, perfekt. Felix, hast du noch was abschließend? Nein, nicht wirklich. Nur ganz kurz. Also vielen Dank. Viele der Fragen waren wirklich sehr spannend, sehr, sehr interessant. Und wir freuen uns nochmal vielleicht gerne im Nachgang in Kontakt mit Ihnen zu treten. Vielen Dank. Super, vielen Dank. Vielen Dank auch von meiner Seite nochmal an alle Zuhörer und auch danke, dass Sie fast durchgehend alle bis zum Ende geblieben sind. Das freut uns. Hat uns sehr Spaß gemacht von unserer Seite, von 4flow und Shipeo-Seite. Ich hoffe, Sie konnten auch das eine oder andere mitnehmen. Lassen Sie uns gerne im Nachgang in Kontakt bleiben. Und wie gesagt, Sie bekommen von uns im Nachgang die Aufzeichnung und die Präsentation zu dieser Sitzung per E-Mail. Nochmals vielen Dank, dass Sie dabei waren. Bleiben Sie gesund und bis auf bald.